Wie viel Uhr ist es? Hat mich gerade etwas geweckt? Ha? Ich dachte, jemand hat gerufen. Oh, hört ihr das? Mami, Mami. Ich weiß auch, was los ist. Wir gehen mal Earl besuchen. Ich glaube, Earl hat ein kleines Problem. Ah! Verschwinde, du Energieparasit! Nein, nicht du! Ich rede mit diesem Egel! Du entziehst mir noch meine Lebensenergie! Da. Da. Oh, wie ihr guckt! Hilf, Earl! Du hast mir wieder geholfen, Boss! Elektrositen haben Angst vor Sonnenlicht. Tagsüber schlafen sie im Gebäude und nachts kommen sie raus, um uns auszusaugen. Noch können wir uns nicht ausruhen. Geh zu der Stelle da drüben, die ich ganz doll anstarre. Entferne das Ungeziefer, bevor es sich über das ganze Dach ausbreitet. Jetzt ist er wieder glücklich. Was starrst du denn an? Oh. Infiziertes Ungeziefer. Aua. Hey! Ich hab dich doch nicht weggemacht, damit du... Ja, wir müssen Inventarplatz machen. Autsch, das brennt. Ich muss einen Weg finden, das Ungeziefer zu entfernen, ohne es anzufassen. Hm, was hängt an den Ästen? Sieht wie ein Behälter aus. So, wir müssen aber schnell mal Platz machen. Zack. Was haben wir denn? Das. Die Kohle packen wir mal da rein, das packen wir da rein. Papier. Okidoki. So. Schnell zurück. Genau, das ist nämlich dieses Spray. Wo ich letztes Mal zu doof war, das zu benutzen. Klicken, um einen Gegenstand über den Schnellzugriff in die Hand zu nehmen. Mit Rechtsklick. Du kannst deinen Gegenstand auch schnell mit Hilfe der Zifferntasten in der Tastatur anlegen. Okay. Auf dem Etikett steht, dieses Spray ist ein effizientes Mittel gegen Befall, das schnell und sicher wirkt. Hinweis, nicht in die Augen sprühen. Guter Hinweis. Ich wette, so ein Spray könnte ich an meiner Werkbank auch herstellen, wenn ich denn eine Werkbank hätte. Neue Aufgabe, baue eine Werkbank. So. Halten und dich dabei drehen zum Verwenden. Klicken zum Ablegen. Jetzt geht's. Ich hab's hingekriegt. Hallo. Weg mit dir. Ungeziefer. Hinfort. Ich bin ja dafür, die Natur zu schützen, aber du wirst zerquetscht, du kleiner Schmarotzer. Schon besser. Alle Egel wurden eliminiert. Das Zeug wächst wie verrückt. Über Nacht wird das ganze Dach damit bedeckt. Wirklich seltsam, wie schnell die Pflanzen die Stadt für sich erobert haben. Nach Sonnenuntergang sollte ich vorsichtig sein. So, wir nehmen dieses Matschezeug mit. Ah, die Nacht ist vorbei. Entferne infiziertes Ungeziefer abgeschlossen. Erkunde den offenen Bereich. Das machen wir gleich sofort. Ach, dafür brauchten wir den Injektor. Okay. Ein kleines bisschen was. Was haben wir jetzt hier gekriegt? Ätzender Schleim. Und wir haben einen neuen Bereich. So. Wir nehmen alles auseinander. Gibt es noch ein paar Blaubeeren? Die wachsen auch, glaube ich, alle nach, die Blumen und die Blaubeeren. Was haben wir denn hier? Sieht aus wie ein Hightech-Rucksack. Ja! Rucksack! Jemand hat hier einen schicken kleinen Rucksack zurückgelassen. Und oh, er hat sogar ein Sprachmodul. Wo schwebst du denn hin? Klicke auf das Rucksack-Symbol neben dem Schnellzugriff oder wähle einen Kurzbefehl, um dein Inventar zu öffnen. Mehr Platz im Inventar erhältst du, indem du es über die Plus-Minus-Schaltfläche verbesserst. Du benötigst eine Rucksackverbesserung.
Du bist aber ein süßes kleines Ding. Bleib doch mal stehen. Lass dich doch mal ansehen. Wie cool ist denn dieser Rucksack? Das heißt, ich habe den jetzt... wir haben mehr Inventarplatz. Wie süß. So, das machen wir mal weg hier, ne? Mal das wieder weglegen. Ach, wir haben zweierlei Dinge bekommen jetzt. Tintenpigment. Okay. Wie er da rumschwebt. Da hinten haben wir ein Fragezeichen. Ist das ein Bauplan? Gartenbeet. Ja. Mal gucken, ob wir es diesmal hinkriegen. Du bist zu weit weg. Entschuldigung. Weil diese blöden Elektro-Dinger machen nämlich nicht, nicht die Beete kaputt, sondern die haben mir letztes Mal immer mein Zeug weggefressen, was ich da angelegt habe. Gucken, ob wir das diesmal irgendwie hinkriegen, dass die wegbleiben. Neuen Entwurf freigeschaltet. Lösungsmittel. Cool. Wir nehmen hier alles auseinander. Was bist du? Du bist eine Blume. Okay. Du bleibst erstmal hier stehen. Dafür brauchen wir den Injektor. Ach ja. Demontage. Das fand ich auch richtig cool. Dass wir den hier auseinandernehmen können. So, immer wenn es grün zeigt, können wir das abbauen. Und bekommen dann Materialien. So, was haben wir jetzt? Hier ist noch eine Schraube. Das haben wir jetzt alles gekriegt. Wir haben 6 Plastik, 5 Altmetall, einen Mikrochip und ein Stromkabel bekommen. Voll gut. Ah, Inventar ist voll. Hier ist auch wieder eine Kryokapsel. Kann ich eigentlich mehr wie einmal Holz nehmen? Nee. Dann nehmen wir das schon mal mit. Whee! Ja, da sind Blaubeeren nachgewachsen und schmeißen das mal mit hier hin. Das kann ich auch auseinandernehmen, ne? Oh. So viele Sachen zu erledigen. Achso, Inventar ist voll. Ich wollte Inventar leer machen. Das da. Das und das schmeiße ich auch mal da rein. Das brauchen wir eigentlich eher. Jetzt ist die Kiste voll. Okay. Wir gehen mal ans Lagerfeuer. Hier ist ja auch ein Speicherplatz. Das heißt, ich packe das hier rein. Und mal die Biomasse da rein. Dann können wir uns gleich auf jeden Fall noch was zu essen kochen. So. Was sagt denn unser Baumodus? Hier ist die Werkbank. 4x Plastik und ein Blech. Und fürs Gartenbeet braucht man Dünger und Holz. Dann fangen wir mit der Werkbank an. Also ich, keine Ahnung, aber ich würde mich irgendwie schon gerne so hier hinten ein bisschen einrichten. Ein bisschen in der Ecke. Dafür brauchen wir alles eine Eisensäge. Das mal hier rüberlegen.
da. Dann würde ich nämlich, glaube ich, gerne die Werkbank hier hinten in die Ecke stellen. So, die Werkbank. Her zum Drehen. Das Plastik haben wir dabei. Wie mache ich das da rein? Kann ich das einfach... nice. Okay. Und man hätte sogar die Möglichkeit, das auch wieder abzureißen. Das heißt, wir brauchen noch einmal Blech, um die Werkbank fertig zu machen. Nehmen wir hier die Blaubeeren schon mal wieder mit. Hier haben wir noch Zeug. Blech, 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 Blech. Wir brauchen ein Blech. Das Blümchen zum Essen. Oh, hier ist eins. Super. Ich und mein Blech, ich und mein Blech. Wir machen jetzt die Werkbank fertig. Zack. Oh, nice. Und hier können wir jetzt verschiedene Sachen herstellen. Ein Trafo. Summt wie ein Bienenstock. Wenn du die Stärke und die Richtung von Strom ändern willst, musst du dich daran gewöhnen, wie laut der ist. Okay. Glühbirne, Metallrohr, Lösungsmittel. Elektrolytische Lösung. Ungeziefervernichter. Gott, die Möwe hat mich jetzt erschreckt. Ätzender Schleim und Altmetall. Das heißt, ich packe hier das mal rein, ne? Das macht Sinn. Und das Plastik vielleicht? Hatten wir nicht Metallschrott? Ja, gib das mal her. Das packen wir in die Werkbank. Das heißt, die Viecher kommen immer nachts, wenn wir es dann brauchen. Oh. Können wir nur einmal ätzenden? Nein. Haben wir nicht. Wir haben nicht nur einmal ätzenden Schleim. Dann packe ich das nämlich schon mal hier hinein. Dann könnten wir nämlich neuen Ungeziefervernichter machen, wenn wir es brauchen. Stromkabel. Nägel. Leere Flasche. Leer, na und? Wenn wir es zu Hause schaffen, gibt es keinen Müll. Du kannst damit jede Flüssigkeit lagern. Köder. Fürs Rucksackmodul braucht man eine Inventarzelle und ein Stromkabel. Benötigt elektrische Werkbank. Oh, krass. Okay. Wir können die Werkbank also auch noch verbessern. Wir haben noch gar keinen Salat gefunden, ne? Ah, mit den Blaubeeren noch irgendwas anderes machen? Oder... Kann man was lernen? Heidelbeermarmelade! Das habe ich jetzt nur gelernt, habe das noch nicht hergestellt. Das braucht Feuer. Dann könnten wir uns eine Suppe auf jeden Fall gleich machen und dann probieren wir mal die Heidelbeermarmelade aus. Feuer bitte! So. Dann hätte ich gerne Suppe. Und ich hätte gerne Heidelbeermarmelade. Was macht die? 15. Die Suppe auch. Oh. Ja, ich muss das erst zumachen und dann können wir. Yummy!
komm. Ess mal was jung. Das ist ja cool. So. Ach, und wir sollen ja Beete bauen. Dünger und Holz. Wo machen wir denn unsere Beete hin? Ich finde, da kann das hin. Erstmal. Was brauchst du noch? Dünger. Dünger hatten wir doch auch gefunden. Okay. Nimm einen Samen in die Hand und klicke dann auf das Gartenbeet, um ihn auszusäen. Nimm den Eimer voll entsalzenem Wasser zur Hand, wenn es soweit ist, und klicke auf das Gartenbeet, um es zu gießen. Okay. Behalte den Status der Pflanze im Blick, um zu wissen, was sie braucht. Die meisten Pflanzen wachsen am Tag. Pilze wachsen jedoch nachts. Schütze die Pflanzen von nächtlichem Besuch, sonst werden sie gefressen. Okay. Ich muss einen Behälter finden, den ich mit Wasser befüllen kann. Den haben wir schon vorne gesehen, wir waren auch noch nicht unten. Verteidigungsanlagen bauen. Vorsicht, Elektrositen können deine Pflanzen fressen. Zum Glück kannst du deine Lieblinge mit einer Fackel davor befreien. Oh, nice. Das ist gut zu wissen. Wie gesagt, ich weiß gar nicht, ob das in der Demo auch angezeigt wurde. Dann habe ich es wahrscheinlich übersehen. Weil mir das tatsächlich passiert ist, dass sie da alles weggefressen haben. Das hat mich mega angepisst. Das war voll doof. So, alles voller Holz hier. Hier ist nämlich der Eimer. Oh, hier sind noch Blaubeeren. Was kann ich denn hier zerlegen? So, dann nehmen wir mal den Eimer. Es gibt zwei Wege, um Wasser zu schöpfen. Mit einem Eimer oder einer leeren Flasche. Nimm einen Eimer in die Hand, um ihn zu benutzen. Okay. Dann gehen wir mal nach unten. Mindestens hast du es gemerkt. Ich habe gedacht, ich habe vergessen zu gießen. Hör mal, ich bin mal gespannt, ob ich das jetzt noch hinkriege. Ich bin in der Demo so verzweifelt mit dem blöden Wasser und mit dem Angeln. Bis ich herausgefunden habe, wie ich das, dass ich das Wasser entsalzen muss und wie ich das hinkriege, dass man das kochen muss und so ein Kram. So, wir haben jetzt Salzwasser. Beim Angeln bin ich auch absolut verzweifelt. Oh, es wird dunkel. Auf Feuer klicken, um Wasser zu entsalzen. Klicken, um abzulegen. So, aber ich würde jetzt gerne die Angel nehmen. Angeln ist nur in bestimmten Bereichen möglich. Du kannst verschiedene Köder benutzen oder gar keinen. Verbessere deine Angel, um verschiedene Fischarten zu fangen. Okay. Da können wir uns hinsetzen zum Angeln. Was haben wir hier? Ach, das sind Köder. Ja, die lassen wir erstmal noch liegen. Die brauchen wir eh hier unten. Da es jetzt Nacht wird, würde ich sagen, wir gehen hoch. Dieser kleine Rucksack, der uns immer hinterher fliegt. Wo kann ich? Da. Wir versuchen mal, das Wasser noch zu entsalzen. Und ich würde aber erst anbauen, wenn es Tag ist. Dann versuchen wir uns mal damit. So. Ruckelt gerade ein kleines bisschen. Da sind die schon unterwegs. Entschuldigung. Kann ich die so auch schon ansprühen? Das geht. Nimm mich hoch. Heb einen Egel auf. Aua. Wie die aus... Die kommen da hinten aus der Pflanze. You're fucking kidding me. So, Wasser entsalzen. Auf Feuer klicken, um zu entsalzen. Jetzt habe ich das Feuer ausgemacht. Nee, ich habe es nicht ausgemacht.
Das ist nur einfach das, was noch runterrasselt. Aber das Wasser ist entsalzen. Jetzt gehen wir mal schnell zur Werkbank. Einmal ablegen. Ich würde gerne das da herstellen. Okay. So. Jetzt kommt die Rache. Ihr widerlichen kleinen Kackkreaturen. Hinfort! Hinfort mit euch! Ey! So nicht. Das kommen aber echt viele, ne? Wo willst du hin? Ha? Was hast du vor? Ja, ich weiß, da hinten ist noch einer. Aber ich würde es gerne ausprobieren. Ich würde gerne ein bisschen schlafen. Jetzt ist die Flasche auch schon wieder fast leer. Krass. So. Und wenn es wieder hell ist, dann versuchen wir uns mal im Anbau und angeln.